Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Stadtgespräch Weltethos. Das lernen wir in Tübingen aus der Corona-Krise. Heute ein aktuelles Thema, noch aktueller als sonst, was und vielleicht auch was nicht wir von der Virologie über Corona lernen können und wie daraus Regeln werden, die wir dann befolgen. Sie haben es vielleicht gelesen, gestern gab es den zweiten Tübinger Appell. Es gab ja schon mal einen im November, jetzt gibt es einen Appell wieder. Und der sagt, wir sind bisher deutlich besser durch die zweite Welle gekommen als viele andere Landstriche. Die Infektionszahlen waren niedriger, wir hatten weniger schwere Erkrankungen zu beklagen. Die Intensivstation des Klinikums konnte alle Patienten ohne Einschränkungen versorgen. Nun freuen wir uns gemeinsam über die Nachricht, dass Tübingen kein Risikogebiet mehr ist, weil die 7-Tage-Inzidenz unter den Definitionswert von 50 gefallen ist. Diese großartige Entwicklung, an der so viele durch Hilfeleistung, Engagement, Rücksicht und Vorsicht mitgewirkt haben, sollten wir uns aber nicht leichtsinnig nehmen lassen, sagt Boris Palmer, sagt Michael Bamberg, Lisa Federle, die bei uns schon war, Kurt Zoelke, Daniela Harsch, die die Gesprächsrunde bei uns eröffnet hat, der Michael Lucke und der Herr liebe Harkort vom Stadtseniorenrat. Also eigentlich gute Nachrichten. Der Tübinger Weg bleibt auch im Gespräch gestern. Erst wieder in der Neuen Zürcher Zeitung und dann natürlich auch Lisa Federle im Heute-Journal. Sie können Sie auch nachsehen, was Lisa Federle hier gesprochen hat und was wir hier diskutiert haben letzten November mit ihr. Unsere gesamten Gespräche sind ja aufgezeichnet und können Sie finden auf unserer Homepage und bei YouTube. Aber jetzt kommen neue Varianten an den Horizont und nicht nur ins Horizont, sondern auch ins Land. Im Hohenzollern-Kreis, Zollernalbkreis gibt es Varianten. Ich glaube, zunächst mal aus Großbritannien, aber auch aus Südafrika werden jetzt Varianten gemeldet. Es gibt in Brasilien insgesamt, glaube ich, 13 oder 14 Mutationen. Kann Deutschland die Mutanten stoppen? Wie gefährlich sind sie eigentlich? Stören sie jetzt die Chancen, die wir haben, zu impfen? Wie verhält sich das eigentlich? Also Anfang Dezember ging es los mit den britischen Forschern, die da aufmerksam wurden auf diese neue Variante in London. Und trotz eines härteren Lockdowns ist es dann in England nicht gelungen, die Variante einzudämmen. Auch vorübergehende Flug- und Reiseverbote konnten das nicht verhindern. Also Frage, was heißt es bei uns? Ja, Mitte Januar dann eine Familie aus Südafrika im Zollernalbkreis, die diese mutierte Variante aus Südafrika mitgebracht wurde. Man hört, es sei isoliert. Aber trotzdem, die neuen Varianten sind im Land. Und was heißt es eigentlich dann für unsere Corona-Strategie? Wenn wir den Medien folgen und der Diskussion so, dann hören wir immer wieder, dass wir natürlich auf Sicht fahren, ja, weil die Dinge sich entwickeln und wir dazulernen. Und das stimmt ja auch. Aber für manche ist Sichtfahren eben eigentlich keine langfristige oder nicht langfristig genug, keine langfristige Strategie. Und es gibt es Leute, die sagen, wir müssen die Salamitaktik beenden oder auch diesen Eiertanz wird es genannt. Und es gibt Leute, die sagen, eigentlich ist es jetzt Zeit für keine Virusstrategie, für eine No-Covid-Strategie, eine Null-Fälle-Strategie, die Deutschland aus der Krise führen kann. Und das ist sozusagen der öffentliche Diskussionsstand, mit dem wir unser Gespräch auch eröffnen. Mit zwei ganz hervorragenden Gesprächspartnern heute. Ich freue mich außerordentlich, dass Professor Thomas Iftner heute unser Gesprächspartner ist, der Direktor des Instituts für medizinische Virologie und Epidemiologie der Viruskrankheiten an der Uniklinik hier in Tübingen. Er war international tätig in Australien unter anderem. Er ist Teil des Expertenbeirats Aerosole, der das Wissenschaftsministerium berät, die Landesregierung, genauso wie natürlich Medizinaldirektor Stefan Brockmann, mit dem er dort tagt und arbeitet im Management, sozusagen im Vorschlag, was kann die Landesregierung machen in Reaktion auf die Pandemie. Herr Brockmann ist Referatsleiter Gesundheitsschutz und Epidemiologie im Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg, also zuständig für alle. Das sind die haben dort eine Übersicht über das, was in Baden-Württemberg passiert. Herr Brockmann hat in Tübingen studiert, ist ebenfalls auch Epidemiologe und ist einer der wichtigsten Ratgeber für die Landesregierung.
dem Ministerpräsidenten, dem Sozialminister, die Entscheidungen, die er macht, sind Entscheidungen, die eingehen in das, was die Landespolitik macht. Und genau um diese Fragen geht es uns natürlich heute auch. Wie werden denn aus den Einsichten der Virologie dann Politik? Wie werden Hygiene- und Abstandsregeln praktisch umgesetzt? Was wissen wir über die neuen Varianten von Covid-19 und welches Wissen entsteht da eigentlich? Ich will anfangen mit der letzten Frage, bevor dann gegen 19 Uhr auch Ihre Fragen dazukommen. Aber Professor Iftner, Herr Brockmann, zunächst mal eine ganz einfache und vielleicht Laienfrage, die Sie mir verzeihen, aber erläutern Sie uns doch nochmal den Unterschied, was weiß die Virologie, was weiß die Immunologie, was weiß die Epidemiologie, das sind ja alles Disziplinen oder Fachbereiche, die sich mit Corona auseinandersetzen. Wie unterscheiden die sich und wie hängen die zusammen? Professor Iftner, Sie haben schon vielleicht darf ich Sie zur Erläuterung bitten. Ja, erstmal einen schönen guten Abend allen, die hier zusehen. Die Virologie ist ein Querschnittsfach, schon immer gewesen und wird es auch immer bleiben. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch Tumorviren wie humane Papillomviren. Das heißt, es gibt eine klare Überschneidung hier zwischen der Virologie und der Onkologie. Die Entwicklung eines Impfstoffes ist natürlich nur möglich, wenn die Virologie einerseits uns sagen kann oder erkennt, was sind denn die Strukturen, die am besten geeignet sind, damit das Immunsystem hier diese Infektion verhindern kann oder die Erkrankung verhindern kann. Und die Immunologie sagt uns dann eben, wie funktioniert es und das Ganze spielt zusammen, damit ein Impfstoff eben zum Beispiel auch entwickelt werden kann. Und gerade die Epidemiologie ist momentan extrem wichtig und auch die Überwachung der sehr dynamischen momentanen Entwicklung, damit wir eben sehen, wie sich zum Beispiel solche neuen Varianten ausbreiten, ob sie dann übernehmen, so wie das in England eben auch passiert ist. Da ist diese neue Variante, die englische, eben jetzt die vorherrschende und hat innerhalb kürzester Zeit, die ist September zum ersten Mal aufgetreten, jetzt quasi die vorherige Wildtypform, sagen wir mal so, ersetzt komplett. Das heißt also, die Virologie arbeitet schon immer mit mehreren Bereichen hier zusammen und es ist eine ganz natürliche Kooperation. Wie viele Virologen gibt es eigentlich in Deutschland oder wie viel Fakultäten? Ist das weit verbreitet oder Fragen, die wir uns nie stellen mussten in der Öffentlichkeit? Aber ist das ein großer Fachbereich? Wie stellen wir uns das vor? Naja, der Fachbereich ist schon sehr groß. Es gibt natürlich an jeder Uniklinik eine Virologie. Es gibt natürlich auch an anderen Einrichtungen, auch an Fachhochschulen. Es gibt ja auch Veterinärvirologen. Es gibt ja auch Pflanzenvirologen, weil Viren kommen ja bei jedem Organismus vor. Und wenn man sich mal die Gesamtheit aller Viren vorstellt und die Nukleinsäuren, die beinhalten, dann ist das zusammengenommen eigentlich der größte Genpool, der auf der Erde überhaupt existiert. Ja. Okay. Herr Brockmann, Sie sind auch Epidemiologe. War das was, was Sie früher Leuten erklären mussten, was das ist? Oder ist das, wussten die das schon immer? Nee, ich meine, über das Wort der Epidemiologie stolpert ja auch so mindestens jeder zweite Moderator. Schönen guten Abend nochmal vielleicht an alle zunächst. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt sind Sie weg? Ich weiß auch nicht, ob ich Sie noch sehe. Ja, doch, sorry, Sie sind irgendwie verschwunden von meinem Bildschirm, aber noch da. Ja, also die Epidemiologie, die Lehre der Verbreitung von Krankheiten und der Ursachen und Folgen daraus vielleicht am ehesten kann ja sowohl für die übertragbaren als auch für die nicht übertragbaren Erkrankungen gelten, vielleicht so. So viel ist eher ja nicht Nischenfach, das auch nicht speziell durch Mediziner besetzt ist. Es gibt ja auch im engeren Sinne keinen Facharzt für Epidemiologie, sondern der ist mit angesiedelt beim Virologen und Infektionsepidemiologen, sondern es ist eigentlich ein typisches Querschnittsfach und hat eben jetzt in letzter Zeit und auch in den letzten Jahren über die Infektionsepidemiologie, das ist sozusagen mein Spezialfeld, dann auch nochmal an Bedeutung gewonnen. Also es ist sozusagen die Lehre der Übertragbarkeit und die Folgen und Ursachen davon. Wann haben Sie im letzten Jahr oder vielleicht sogar schon im vorletzten Jahr gesehen und geahnt, was möglicherweise auf Deutschland zukommt? Naja, also im
im Sinne der Corona-Epidemie oder Pandemie war schon so, dass über den Jahreswechsel die ersten Meldungen ja kamen in den Fachforen. Da hat man schon gedacht, muss man mal schauen, ob das was ist, was sozusagen über China hinausgeht. Ne? Und dann schon, ich glaube, Ende Dezember, Anfang Januar, als der Markt geschlossen wurde, war schon klar, dass das eine größere Geschichte ist. Und schon so Anfang Januar sind wir eigentlich hier schon täglich noch vor den Monitoren gehangen und haben sozusagen Lagebewertungen gemacht. Professor Hefner, ähnlich bei Ihnen oder hat man da Indikatoren, also dass man weiß, dass ist das nicht bloß einfach, das bleibt nicht nur lokal, sondern das geht über Wuhan hinaus? Ja gut, ich meine, die heftige Reaktion der Chinesen mit der völligen Einschränkung der Reisefähigkeit und der Abschottung von Großstädten war natürlich schon bemerkenswert und da hat man schon geahnt, dass hier irgendetwas auf uns zukommt und ich würde sagen, also bei mir war es dann ganz klar, wie die ersten Fälle in Italien aufgetaucht sind. Da haben bei mir sämtliche Alarmglocken geläutet und da haben wir auch sofort angefangen, die Tests hochzufahren, die Kapazitäten bereitzustellen, weil da war es mir klar, es ist nur noch eine Frage von Tagen oder Wochen, bis es bei uns richtig einschlägt. Man sagt ja, dass die Epidemiologen auch wissen, eigentlich kommt es regelmäßig zu großen Pandemien und man hat eigentlich gewartet sozusagen auf die nächste große Pandemie. Ist es tatsächlich so ein Gefühl, das ist diesmal ist ernst? Oder, also das ist echt interessant, weil ich sage seit Jahren in meiner Vorlesung, wenn ich die Influenza-Vorlesung mache, und Sie wissen ja, das gibt das Aviäre-Influenza-Virus, was ja auch beim Menschen zu Todesfällen eben auch geführt hat und was ja auch bei den Fällen übertragen werden kann. Und jetzt sage ich seit Jahren schon, das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre so eine Rekombinante zwischen der Mexiko-Influenza-Grippe und diesem aviären Influenza-Virus. Das könnte ja passieren, wenn eine Person von beiden gleichzeitig infiziert wird. Und dann habe ich schon mal gesagt, dann wird es übel, dann sollte jeder auf jeden Fall geimpft sein, dass man zumindest vielleicht hoffentlich eine gewisse Kreuzproduktion, also einen gewissen Kreuzschutz hat eben. Aber dann ist es jetzt eben zu SARS gekommen. Ist ja auch nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Ich meine, beide haben Oberflächenproteine, die mit Rezeptoren auf der Zelle reagieren, die gespalten werden müssen, bevor es sozusagen die Infektion vonstatten gehen kann. Also ja, das hat man irgendwie schon kommen sehen, aber dass es natürlich so dramatisch zuschlägt und unser aller Leben so stark beeinflusst, das war natürlich nicht abzusehen. Coronaviren sind im Prinzip nichts Neues für Sie, weil Sie ja, ja, die kommen in vielen Varianten, aber eben diese Variante, muss man dann, oder wie lange braucht man, bis man versteht, was das Besondere ist? Haben wir das bis heute verstanden eigentlich schon? Also wissen wir, haben wir diesen, ab wann wussten wir, mit was wir es zu tun haben? Na, ich glaube, das Gemeine, wenn man es mal so ausdrücken möchte, an diesem neuen SARS-Coronavirus Typ 2, ist eben, dass die Personen, die infiziert sind und noch gar nicht erkrankt sind, eben schon hoch ansteckend sind. Ja? Das heißt, die laufen rum, die fühlen sich eigentlich noch gut, die haben keine Symptome und scheiden ganz kräftig schon Viruspartikel aus. Und das ist eben ja, etwas, was nicht so erwartet war. Und dann natürlich auch, am Anfang hatten wir gedacht, ja gut, das ist halt ein respiratorisches Virus und das kann auch mal eine Pneumonie machen. Aber inzwischen weiß man ja, das macht ja noch vieles mehr, macht ja auch die Gefäße, also führt ja zu diesen Verstopfungen der Gefäßen sozusagen. Und wenn man dann eben eine schwere Erkrankung hat, dann führt es eben dann auch wirklich dazu, dass die Lunge eben stark geschädigt wird und auch dann Spätfolgen eben auch bleiben können. Also wenn man einmal das so auf der Intensivstation so gesehen hat, dann muss man sagen, ja, da sieht man dann schon, das ist nicht so trivial, wenn es einen wirklich schwer erwischt. Aber man muss natürlich auch klipp und klar sagen, also ich meine, die Mortalitätsrate, die erreicht ja nicht mal 1% eigentlich. Hm. Da ja, kommen wir nochmal drauf, Herr Brockmann. Ja, für uns, ja, Entschuldigung, für uns war das natürlich so, dass wir dann auf die epidemiologischen Parameter schauen. Ne? Also wie viel steckt denn einer an, wie lange inkubieren die, also wie lange braucht der von Ansteckung, bis er
krank wird und bis er andere anstecken kann. Und diese Dinge weiß man zunächst ja nicht. Ist es wie bei einer klassischen Grippe, dass es innerhalb ein, zwei Tagen geht? Oder ist es, wie es bei SARS damals war, vor 15 Jahren, ne, wo das eine Woche und mehr noch gedauert hat, ne? Und solange diese Unsicherheit da ist, auch geht es doch eher 14 Tage, also sprich, wir haben Zeit, um zu intervenieren, oder geht es sehr schnell, oder wie Herr Iftner sagt, naja, die sind schon ansteckend, bevor sie Symptome haben, ne? Macht dann sozusagen das Bild etwas klar, und an der Stelle realisiert man dann so ein bisschen, womit man es wirklich zu tun hat, weil von diesen Parametern halt für die Übertragung sehr, sehr viel abhängt. Jetzt wissen Sie das, Herr Borgmann, als Experte. Wann fängt man da an, das den Politikern zu erklären und wie? Also gibt es dann irgendwo, ich sage mal, jetzt schreibe ich eine E-Mail oder jetzt greife ich zum Telefon oder jetzt berufe ich eine Notfallsitzung ein, oder wie kommt sowas, wenn man realisiert, jetzt wird es ernst? Und die Politik, ich nehme an, Sie haben es vor der Politik gewusst. Naja, ich meine, hinterher ist man immer schlauer und hat schon früh alles gewusst, so im Rückblicken, ne? Aber in der Realität stolpert man ja schon so ein bisschen rein und ist dann erschrocken, ne? Und überlegt sich dann. Und hier lief es so, dass wir uns natürlich erst intern zusammensetzen mit den Mitarbeitern, dann Austausch mit den Kollegen an den Universitäten und den anderen Forschungseinrichtungen, mit denen es Verbindung gibt. Und dann ist es schon so, dass wir ja im engen Austausch mit dem Ministerium stehen, also mit dem Sozial- und Gesundheitsministerium, und es dann von dort zum einen die Anfragen gibt, oder aber auch schon sozusagen der Gesprächsbedarf, das muss man sich angucken. Also erst ist es informell mit den Kollegen, die wir ja kennen, ne? Und irgendwann wächst sich das dann aus, und dann kommt natürlich die erste Frage, ja, wie bewertet ihr denn die Lage, ne? Und dann fängt man eben an, diese Dinge zusammenzuschreiben, berichtet, was die anderen gesehen haben, was man aus China weiß, ne? Und dann irgendwann kommen die ersten Fälle in Italien, wie Herr Iftner gesagt hat, ne? Und dann Ende Februar kamen ja die ersten Fälle schon bei uns mit Reiserückkehrern aus Italien. Okay, das heißt, genau, es ist so ein Reinwachsen sozusagen. Am Anfang haben ja viele auch noch gar nicht jetzt die Dramatik gesehen. Also wenn ich zurückdenke, Antonio Fauci in den USA hat ja im Februar auch noch gesagt, es wird nicht so dramatisch. Hat man da, also macht man sich Sorgen ums Land? Also ist da, man hat ja, man weiß mehr, und jetzt reagiert die Öffentlichkeit, und die Öffentlichkeit interessiert sich auf einmal für die eigene Disziplin. Ich stelle mir das immer so vor, wie ein geteilter Bildschirm. Ja? Sie haben hier ihre Fachdiskussionen und hier die öffentliche Diskussion, und beide klaffen möglicherweise auseinander, und man fragt sich, ob die sich je mal aufeinander zubewegen. Ist das ein Eindruck, oder stelle ich mir das nur vor, dass man so eine Erfahrung hat, oder machen Sie solche Erfahrungen auch? Naja, das ist schon, es ist schon so, vor Corona muss man schon sagen, da war natürlich in der öffentlichen Diskussion schon deutlich mehr über Bakterien die Rede, über MRSA, ja, und die Virologie wurde eigentlich nicht so wahrgenommen, das ist völlig korrekt, ja. Jetzt natürlich ist genau das Gegenteil, das Pendel ist völlig auf die andere Seite ausgeschwungen. Wir haben jetzt 83 Millionen Virologen im Land, und jeder kennt sich ein bisschen aus und weiß was dazu. Es ist klar, ich möchte nicht in der Haut von Christian Drosten stecken, muss ich ganz klar sagen. Der war halt der SARS-Experte im Land, weil er auch bei der Identifizierung des ersten SARS-Virus beteiligt war. Und das eben auch als erster veröffentlicht hat, die Sequenz und die Identifizierung eben da gemacht hat. Und damit war er logischerweise, saß auch noch in Berlin, war er eben ganz klar der Ansprechpartner Nummer eins, und hat ja auch in seinem Podcast viel Aufklärung gemacht und auch viel erzählt. Aber natürlich hat er auch die negativen Folgen weil viele machen ihn jetzt ja als Virologen dann für die Maßnahmen verantwortlich. Und da möchte ich nochmal klar sagen, Virologen sind keine Politiker. Wir geben auch keine Handlungsanweisungen, also sollten wir zumindest nicht so im echten Stil für die Politiker, sondern wir zeigen halt auf, wo sind die Gefahren, wo sind die Risiken, was könnte man dagegen tun. Letztendlich muss jemand die Entscheidung treffen, der eben in der Politik ist, der was von der Wirtschaft versteht und der eben auch dann die Auswirkungen dieser Entscheidung dann tatsächlich auch beurteilen kann. Und das sind halt Virologen erstmal nicht. Und deswegen muss ich auch nochmal gleich sagen, am Anfang diese Zero-Corona-Bewegung, also das ist natürlich, also sorry, also ich meine,
Als Virologe kann man da eigentlich nur, muss ich sagen, den Kopf schütteln, weil sie werden es nicht schaffen, ein Virus irgendwie aufzuhalten. Das findet immer seinen Weg. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Herr Brockmann, diese Frage, da muss dann jemand anders entscheiden. Wie entstehen denn überhaupt Entscheidungen? Also gibt es tatsächlich einen, der entscheidet oder wie kommen diese Entscheidungen zustande? Also gibt es einen Entscheider, der dann gut beraten in sich geht, eine Nacht drüber schläft und entscheidet? Oder wie entstehen Entscheidungen über unsere Abstandsregeln, über die Hygieneregeln? Was läuft da? Naja, also das ist vielleicht nicht so spektakulär, wie Sie sich das vorstellen. Also das Ministerium fragt an, ne? Das Ministerium macht sich selbst schlau, ne? Kommt natürlich mit dem, was man liest oder was andere gesagt haben. Ich meine, im Bundeskanzleramt treffen sich ja nun die Ministerpräsidenten oder die Staatssekretäre, die sich natürlich austauschen und die natürlich ganz viel Input von verschiedenen Seiten kriegen. Und es kommen in der Regel entweder Fragen zur Einschätzung der Lage, die man selbst gestaltet, ne? Also wie sieht es aus bei uns? Das ist das, was wir aus unseren Daten zunächst mal holen. Sie kennen alle diese Tagesberichte, in denen wir über die Anzahl der Fälle berichten oder über die Altersverteilung, über Ausbrüche, Todesfälle und so weiter. Also entweder wir generieren diese Info aus unseren Daten. Wie sieht es in Baden-Württemberg aus? Wie sind die Inzidenzen? Sie haben es vorher erwähnt, ne? Sozusagen die Insel der Glückseligen hier in Tübingen mit einer Inzidenz kleiner 50. Übrigens noch nicht außen vor, weil das ja eine Woche halten muss, erstmal nach der Verordnung. Da sind wir noch nicht. Ja, das dauert noch 3 oder 4 Tage jetzt, glaube ich, wenn ich es recht im Kopf habe. Ja, also wir generieren diese Daten, indem wir dann selbst berichten oder wir kriegen eben spezifische Fragestellungen, ne? Wie schätzt ihr die Lage bezüglich der Virusmutation ein? Was wisst ihr und so weiter? Und da berichtet man natürlich nicht nur über eigene Daten, wie viele Fälle haben wir, sondern wie schätzt man das dann ein und nimmt dann eben diese Information, die es sozusagen in der wissenschaftlichen Community gibt, oder wir modellieren selbst ja ein bisschen mit Kollegen an der Uni, ne, und versuchen dann ja so mal über den Tellerrand rauszuschauen. Gibt es da dann einen Austausch auch mit anderen Ländern, Bundesländern oder so, dass man da, sag mal, einen institutionellen Austausch hat? Oder ist es, jedes Land probiert halt mal mit den eigenen Ressourcen, mit den eigenen Universitäten? Oder wie stellen wir uns das vor? Ja, es gibt schon natürlich verschiedene Netzwerke. Einmal schon auf der Basis Universitäten und Forschungsinstitute. Also wir sind in engem Austausch zum Beispiel mit der Charité. Ne, da gibt es also zu Christian Drosten und Viktor Kormann, das sind die Leute, die dort Thema arbeiten. Also tatsächlich einen regelmäßigen Austausch, Telefonate, E-Mails und so weiter. Das ist das eine. Aber auf der Länderebene des öffentlichen Gesundheitsdienstes jetzt ist es so, dass wir gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut als Bundesinstitut wöchentliche Meetings haben, wo sich dann die verschiedenen Landesinstitute, so wie jetzt das LGA hier in Baden-Württemberg oder das LGL in Bayern, eben zusammenfinden und austauschen, ne, und die aktuellen Dinge auch besprechen oder auch mal klären, wie ist das eigentlich auf Landesebene und wie macht ihr das? Und dann haben wir natürlich über unsere Forschungsprojekte und über die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, dann auch nochmal sozusagen ein Netzwerk, ne, mit den verschiedenen Landesinstituten, aber auch mit großen Gesundheitsämtern, teilweise auch in anderen Bundesländern. Wir haben den Bundesverband der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst. Da haben wir ein Netzwerk, wo wir dann auch mit den Kollegen von großen Ämtern uns austauschen, sei es in Frankfurt oder so, ne, die ja auch eine sehr starke Rolle und sehr viel Erfahrung haben. Professor Iftner, wie ist es an Universitäten? Sorry, ja. Ja, also es ist relativ ähnlich. Also wir haben ja zum Beispiel hier regelmäßige Laborleitertreffens für die Diagnostik, wo also die neuen Errungenschaften oder neuen Entwicklungen besprochen werden dann. Ich habe natürlich logischerweise durch meine doch schon relativ lange Tätigkeit als Virologe ein internationales Dosisnetzwerk, wo natürlich auch die Kollegen am Anfang gefragt haben, wie schaffst du es eigentlich in Deutschland so gut damit zurechtzukommen, während in Italien quasi sich die Leichensäcke stapeln. Und dann bespricht man das auch miteinander und ganz am Anfang versucht man natürlich auch rauszufinden, was ist da eigentlich los in Italien, was ist in Mailand los und warum machen die es in Schweden ganz anders. Und dann hat man auch in England natürlich dann mit den Kollegen da gesprochen
Ja, das ist völlig normal. Außerdem gibt es dann auch große Netzwerke, in denen man ja auch dann eingebunden ist. Zum Beispiel, wenn es um Sequenzierung geht, gibt es Netzwerke, wo man regelmäßige Videokonferenzen hat und so weiter. Also es gehört eben auch viel dazu, dass man, ja, wie Sie vorhin gefragt haben, wie kommt es zu den Entscheidungen, die Beratung? Herr Brockmann hat es ja schon gesagt, man guckt ja nicht nur auf das, was man selber macht, sondern man liest vor allem wahnsinnig viel und guckt dann aber natürlich auch auf diese Webseiten, die es jetzt ja gibt, wo ja Sachen, also früher war es ja, das ist ja explodiert, früher hatte man ja eine Publikation geschrieben, die wurde eingereicht, die wurde dann gereviewt, also begutachtet, um es auf Deutsch zu sagen, von mindestens zwei Gutachtern, und dann hat man eben Kritik bekommen und dann musste man das Ganze verbessern und dann konnte man es wieder einreichen. Heute gibt es diese sogenannten Preprint-Server, wo jeder quasi alles, was er geschrieben hat, mal schnell hochstellen kann. Das gibt der Sache natürlich einen unheimlichen Drive, das wird alles viel schneller, man kommt auch schneller an Daten ran, aber natürlich, die sind jetzt nicht begutachtet. Und da ist manchmal halt auch dann was dabei, was nicht so gut ist. Und manchmal sind auch richtig gute Sachen dabei. Und da muss man halt wirklich viel, ja, viel im Netz surfen sozusagen und viel lesen und sich austauschen mit anderen. Und dann, ja, dann bekommt man eben die Daten zusammen, die man dann eben eben auch weitergeben kann. Wie zum Beispiel halt in dem Expertenkreis Corona und Aerosole. Wo ja eine ganz interessante Mischung übrigens wo eben, ich glaube, ich relativ einmalig jetzt Virologen, Krankenhaushygieniker, Epidemiologen, aber eben Ingenieure, auch Raumlufttechniker und so weiter, eben zusammensitzen und sich die ganzen Sachen von den verschiedenen Perspektiven ihrer Forschungsrichtungen dann anschauen. Da sind ganz interessante Projekte schon draus entstanden. Ich sehe eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt als erstes fragen will. Also mich interessiert einerseits nochmal diese Beratungsgremien, es gibt ja Landesregierungen, die das auch früh öffentlich gemacht haben, dass sie sich divers beraten lassen. Das würde mich interessieren. Mich interessiert natürlich dann auch nochmal was das heißt für die Wissenschaft, für die Virologie, ob die jetzt quasi dann in so eine intensive Zeit hat, wo sie auch als Disziplin vorankommt. Also ist das quasi wie so eine Art Katalysator vielleicht auch für die Forschung? Oder ist es halt besonders viel auf einmal, besonders stressig, aber ansonsten nichts Neues? Und drittens dann die Frage, aber die stelle ich noch einen Moment zurück, was sind denn Ihrer Einschätzung nach auch bei Ihnen, Herr Brockmann, die Erfolgsgeheimnisse, wenn man das so vorsichtig sagen darf, ganz vorsichtig, die möglicherweise in Deutschland, aber auch in Tübingen bisher für Überschaubarkeit einigermaßen gesorgt haben, ich sage es ganz vorsichtig. Vielleicht fange ich aber an, nochmal kurz, weil ich Sie noch sehr, Herr Effner, mit offenem Mikrofon über die Disziplin. Was heißt das für die Disziplin? Ist das wie so ein Katalysator oder ist das halt jetzt einfach total viel Arbeit? Also es ist auf jeden Fall total viel Arbeit, das muss man absolut sagen, weil ich meine, die Anforderungen, die an uns gestellt werden, die nehmen erstens mal ja nicht nur dauernd zu, auch jetzt immer noch, ja, sondern Sie müssen sich so vorstellen, bis Januar, Februar waren wir ungefähr im Normalbetrieb, obwohl da natürlich Influenza schon war, da ist man sowieso nicht im Normalbetrieb, dann so ab Dezember bis März ist eigentlich immer schon das ist RSV und Influenza-Viren, die man dann auch und dann, wo man auch Wochenenddienste hat. Aber seitdem das Ganze mit Corona angefangen hat, haben wir halt Spätdienste, Normaldienste, Frühdienste, Samstag-Sonntag-Dienste. Ständig muss man die Diagnostikkapazitäten erhöhen. Man muss gucken, dass man die Sachen herbekommt. Also es gibt ständig man hangelt sich von einem Lieferengpass zum nächsten Lieferengpass. Das Personal fällt aus, weil es komplett überlastet ist. Gleichzeitig soll man alle möglichen Forschungen machen, um das Ganze voranzutreiben. Wir haben zum Glück auch ein Hochsicherheitslabor, wo wir also auch mit Corona arbeiten können, das anzüchten können und auch Versuche machen können, Projekte haben und so weiter. Und plötzlich wird man von heute auf morgen, ich bin ja eigentlich jemand, der mit humanen Papillomviren arbeitet und mit Gebärmutterhalskrebs, plötzlich wird man von heute auf morgen dann zum Corona-Virologen, weil jeder fragt dann sowieso nur noch über Corona, alles andere ist völlig uninteressant. Man kann das Wort eigentlich gar nicht mehr hören, muss man einfach mal sagen, weil es geht, jeder zweite Satz, mit dem man unterhält, geht es über Corona. Und das heißt, die Fachrichtung hat es in dem Sinn vorangebracht, dass jetzt die Leute wissen, dass es Virologen gibt, dass es auch viele, viele junge Mediziner und auch Naturwissenschaftler gibt, die sich für dieses Fach deutlich mehr interessieren. Das stimmt. Aber so richtig, dass man jetzt so loslegt und forschen kann dieses Durchstarten gelingt einem nicht, weil ihnen nämlich alles andere wie mehrere Klötze am Bein hängen, sozusagen. Mhm.
Pfütze am Bein, Flaschenhälse, Herr Brockmann. Ja. Herr Brockmann, ja, also ja. In der Epidemiologie ist es natürlich ganz ähnlich. Vor allem ist es viel, viel Arbeit erstmal. Ne? Das muss man sagen. Wir arbeiten ja täglich. Wir machen jeden Tag Berichte an Weihnachten, an Silvester, an Neujahr, an Feiertagen. Also wie Herr Iftner das so ein bisschen auch schildert. Ich meine, wir kommen ja eher sogar aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst, also aus der Public Health Ecke. Also für uns steht ja die Forschung gar nicht so im Vordergrund, sondern das ist halt sozusagen Teil unserer Arbeit, weil sich ja angewandte Forschungsfragen sozusagen ergeben. Und das bringt Public Health und den ÖGD natürlich schon auch ein bisschen nach vorne, aber jetzt vor allem es ist eine Wahnsinnsbelastung. Es soll Stärkung und Agenda für den ÖGD natürlich geben und Public Health, aber das ist natürlich, auch wenn jetzt Stellen und Geld reinfließen, erstmal noch in weiter Ferne, dass sich da dann wirklich nachhaltig etwas verbessert. Das muss man dann erst einmal sehen. Jetzt ist es vor allem unendlich viel Arbeit mit einer extremen Belastung, mit genau den Dingen, die Herr Iftner eigentlich schon geschildert hat. Wir hatten es vorher schon mal kurz angesprochen, diese interdisziplinäre Beratung, der Austausch, wie im Expertenkreis Aerosole auch schon stattfindet. Aber wo kriegt man diesen interdisziplinären Austausch? Ich will es nochmal anders sagen. Ich glaube, manche haben den Eindruck, der über solche sozialen Medien vermittelt wird, da ist jemand, der weiß es, der Drosten, der sagt was, jetzt muss die Politik halt umsetzen, wenn der Virologe das sagt, aber so einfach ist es ja nicht, sondern sie stimmen sich ab, eben auch interdisziplinär. Welche Kollegen, wo findet dieser interdisziplinäre Austausch statt? Also auch mit möglicherweise mit Psychologen, ja, Sie haben es angesprochen, mit Ingenieuren, mit Sozialwissenschaftlern, mit Wirtschaftswissenschaftlern. Hat es einen Ort, dieser Austausch? Ja, das ist genau der gleiche Ort, in dem wir uns jetzt auch befinden. Ja? Das sind die Videokonferenzen. Aber um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, da gibt es also eine Fragestellung, die wird vom Ministerium oder besser gesagt vom Lenkungskreis der Landesregierung über das Ministerium an die Expertengruppe herangetragen, die übrigens zusammengesetzt wurde, ja, also vom Ministerium aus. Was da die Auswahlkriterien waren, kann ich Ihnen nicht sagen. Und dann bespricht man es erstmal in der großen Runde und bildet dann entsprechende Expertise dann in kleinere Ausschüsse, die sich dann wiederum treffen, ein Papier eben erstellen, wo sie eben Fakten zusammentragen. Und das Ganze wird dann eben wieder zirkuliert. Und dann geht man wieder zurück in die größere Runde, wo sich dann wieder alle Unterausschüsse sozusagen wieder treffen und das Ganze dann noch einmal durcharbeiten und am Schluss dann eben finalisieren und dann eben dann dem Lenkungskreis eben zukommen lassen über das Ministerium. Ich sehe da viele in diesem Expertenkreis, sehe ich viele Naturwissenschaftler. Gibt es einen Austausch mit, ich sage mal, Sozialwissenschaftlern oder Kulturwissenschaftlern oder wie auch immer? Gibt es den auch? Leider zu wenig. Also man müsste das natürlich erweitern, das ist völlig klar. Aber ich meine, da bin jetzt ich nicht die richtige Person. Ich habe eh keine Zeit, muss ich sagen. Ja. Also das muss schon dann von anderen Stellen aus angestoßen werden. Natürlich, wie Sie selber gesagt haben, Psychologen müssen mit rein, die sind ja mehr als überbeschäftigt, auch ist ja auch kein Wunder bei diesen Lockdowns und wenn Leute zum Beispiel zu Hause bleiben müssen, weil die Kinder nicht in die Schule können oder ja, auch Leute, die alleine leben und dann gibt es Ausgangssperren und so. Das sind natürlich alles Belastungen, die natürlich in jede Richtung sich sozusagen erstrecken und viele Teile der Gesellschaft extrem belasten. Herr Brockmann, wo hören Sie auf andere Disziplinen? Ja, also ich meine, wir kommen schon jetzt aus der medizinischen Ecke, das muss man schon sagen, und von der naturwissenschaftlichen Seite aus, ne? Ich meine, wo natürlich nochmal andere Dinge laufen ist, ne? Wenn es jetzt also um Schule und Kindergarten geht, ne? Dann hat das Kultusministerium und der Geschäftsbereich natürlich wieder auch seine eigenen Ideen und seine eigenen Ansprechpartner. Und von dort kommt dann auch nochmal Input an die Landesregierung, ne? Und an uns werden schon jetzt die medizinischen, naturwissenschaftlichen Fragen herangetragen. Also zu uns kommt jetzt ja keiner und sagt, wie sieht denn die Psychologie bei den Kindern aus, ne? Wenn die Schule zu ist und so. Und dafür werden wir ja jetzt
dann aus medizinischer und epidemiologischer Sicht auch nicht der Ansprechpartner. Also das Zusammenführen findet dann nicht unbedingt bei uns statt, sondern eher dann nochmal in anderen Gremien, glaube ich, ne? Aber die Frage ist natürlich schon berechtigt, was wir manchmal sehen, ist, dass eben Leute aus einzelnen Fachrichtungen sämtliche Bewertungen gleich mitliefern. Ne? Wie ist die Übertragbarkeit? Wie sind die Hygienemaßnahmen? Wie fühlen sich die Leute, die das haben? Ne? Und wie sind die psychischen und sozialen Folgen? Und da muss man halt ein bisschen aufpassen, weil natürlich geht es um die sozusagen dann ganzheitliche Betrachtung. Aber also ich kann die nicht liefern. Ich bin halt dann für andere Bereiche einfach nicht der Fachmann, und das muss man an der Stelle dann, glaube ich, auch klar machen. Wäre es denn eine Idee, die wir auch hier am Institut schon diskutiert haben, auch, ich sage mal, einfach öffentliche Anhörungen zu machen, wo alle Expertinnen, Experten aus den unterschiedlichen Disziplinen regelmäßig zu Wort kommen, wo ein Austausch stattfindet, der auch, ich sage mal, gestreamt wird, der übertragen wird von den Öffentlich-Rechtlichen, ich weiß nicht, aber einfach um diese Vielfältigkeit der Perspektiven auch mal verständlich zu machen. Wäre das eine Idee oder würde das, wäre das eine Überforderung? Professor Effner, würden Sie da, finden Sie sowas eine Idee? Ja, das wäre sicherlich eine gute Idee, aber man muss auch wirklich nochmal betrachten, jetzt auch, wie es Herr Brockmann schon gesagt hat, wir sind momentan schon wirklich an der Grenze der Belastbarkeit, jetzt nochmal uns in andere Kreise mit einzubringen. Öffentlich-rechtlich heißt dann auch immer, da haben wir dann unsere lieben Querdenker und sonstige dabei, die ja sowieso nicht auf Argumente hören und dann auch angriffslustig sind. Also es ist im Prinzip eine gute Idee. Sie müssen auch die richtigen Leute finden dazu. Das Ganze über Öffentlich-Rechtliche dann ausstrahlen zu lassen, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja. Herr Brockmann, was meinen Sie? Ja, ich finde das wichtig, oder ich fände das wichtig. Ne? Ich war jetzt im Bürgerforum des Landes unterwegs, ne? Die Staatsrätin Erler ist ja genau schon sowas jetzt, aber nicht auf der auf der Ebene der Experten, sondern sozusagen auf der Ebene der Bevölkerung. Aber das geht ja genau in die Richtung, dass man nicht ja nur oben als Fachmann sitzt, sondern dann mit verschiedenen Disziplinen oder eben mit allen Menschen darüber redet und diskutiert. Also ich finde das sehr gut, aber es ist natürlich auch schwierig und anstrengend. Ne? Und gerade bei so kontroversen oder so wichtigen Themen, die so substanziell dann sind, wird es ja sehr schnell kontrovers. Und wenn man das aber, glaube ich, gut moderieren könnte, wäre das sicherlich ein Gewinn, wenn man nicht unmittelbar die Hoffnung reinsetzt, dass man da zu schnellen und klaren Lösungen kommt. Und das ist, glaube ich, mehr tatsächlich der Austausch. Jetzt habe ich noch eine Frage, aber bevor ich die stelle, will ich auch unsere Teilnehmer, ich sage mal, im Außenbereich ermutigen, dass sie ihre eigenen Fragen stellen. Es geht ganz einfach unten über F&A, Fragen und Antworten. Da kriegen wir es noch besser rein als über den Chat, weil wir es da besser sortieren können. Deswegen bitte Sie, dass Sie einfach auf den F&A-Button klicken und Ihre Frage stellen oder Ihre Fragen im Plural, was Sie bewegt, was Sie wissen wollen. Ich habe jetzt noch eine Frage, die mir aufgespart, jenseits, oh, jetzt fällt mir ein, eigentlich habe ich zwei Fragen, wir wollen ja noch die neuen Varianten von Covid-19 ein bisschen einordnen, aber davor noch die Frage, gibt es einen Tübinger Weg, der funktioniert, oder ist das ein Hype? Also was sagen die Fachleute, ja, wenn Sie erklären, Sie sind doch aus Tübingen, ja, Professor Effner, Herr Brockmann ist bei Ihnen, was machen die Tübinger richtig? Wie würden Sie das einordnen? Also sagen wir mal so, dieses schnelle Hochziehen der Fieberambulanz und auch der Teststation auf dem Festplatz, das war sicherlich eine extrem gute Sache, muss man sagen. Auch, dass man rechtzeitig dafür gesorgt hat, dass die Altenheime gescreent werden, wobei ich da schon anmerken muss, dass meiner Meinung nach der Antigen-Test hier nicht der richtige ist, aber weil er nicht sensitiv genug ist. Aber ich meine, wir haben ja auch einen sehr aktiven Bürgermeister, der dann FFP2-Masken dann für Ältere herausgibt. Da muss man natürlich dazu sagen, die sollten das nicht ständig tragen, weil nach 70 Minuten stellen sich dann da dann schon
Atemnot ein. Und es gibt ja auch eine Arbeitsvorschrift, die Ihnen sagt, nach 70 Minuten Tragen muss man 30 Minuten Pause machen. Ja, wir haben eine sehr aktive Dame beim DRK, die kennen wir alle. Und die auch unterwegs ist, Frau Federle, ganz klar. Aber ob das jetzt der Tübinger Weg ist, ja. Wie sehen Sie das von außen, Herr Brockmann aus Stuttgart? Naja, ich bin ja auch Tübinger. Ne? Also insofern bin ich sozusagen nur im Arbeitsalltag außen. Also Sie haben sicherlich wichtige Punkte genannt, ne? Mein Testzentrum, ne? Dann konsequentes und frühes Testen in dem Pflegeheim, das sind sicherlich sehr wichtige Dinge. Ne? Lassen wir mal jetzt die Güte der verschiedenen Tests außen vor. Das wird ja jetzt noch spannender mit Nasenvorhob abstrichen im Rahmen der Selbsttestung. Ja, also insofern war Tübingen da, glaube ich, schon einen guten Schnell dabei. Ne? Und man sieht vielleicht am ehesten, dass man schon Leute braucht, die vorne draus marschieren und was machen. Vielleicht ist das viel wichtiger als die Frage, ob der Minibus jetzt kommt und einen abholt oder ob das irgendwie anders geht. Ne? Aber die Tatsache, dass da wirklich Leute da sind, die das aktiv adressieren und auch nach vorwärts gehen und es vorwärts treiben, ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Und ich meine, die Inzidenzen sind jetzt niedrig, ne? Und sie sind schon eine ganze Weile und vermutlich werden sie bleiben. Vielleicht gibt es auch ein paar andere Gründe dafür. Ne? Es gibt relativ viele junge Menschen. Ich meine, ich habe die Altersverteilung jetzt nicht genau im Kopf. Da ist die Stadt vielleicht nochmal anders, auch wieder Landkreis. Ich meine, vielleicht spielen auch solche Dinge eine Rolle. Aber insgesamt ist der Tübinger Weg, glaube ich, schon gut, ohne dass man jetzt alles über den Klee loben muss oder das als absolutes Alleinstellungsmerkmal sehen muss. Ja, da muss man ja auch dazu sagen, ich meine, in Reutlingen sind die Inzidenzen ja auch stark runtergegangen. Also. Und natürlich, wie Sie sagen, Herr Brockmann, es braucht immer Leute, die vorweggehen und die Initiative in die Hand nehmen, ja, und sagen, ob da jetzt das Sozialministerium das unterstützt oder nicht, wir machen es trotzdem. Das ist natürlich schon wichtig, ja. Und zusammen mit der Frau Federle habe ich ja auch mit der IHK beraten, wie man dann die Betriebe zum Beispiel, wie man da auf einfache und kosteneffektive Art und Weise versuchen kann, das Ganze einzudämmen. Also, ja. Also ich glaube, und dann du kannst mich nachher ergänzen, Kollege Villauer war ja auch in allen Gesprächen dabei. Ich glaube, in der Tat die Initiative, aber natürlich auch das Wissen vor Ort. Es gibt halt einfach auch eine ganze Menge von Leuten, die anpacken, aber auch wissen, was sie tun, ja, oder wissen wenigstens, was sie probieren. Und dann gibt es natürlich auch die öffentlichen Signale. Ja, was kann man voneinander erwarten, wenn man sagt, ihr kriegt eine Maske, dann ist es in der Tat eine kostenlose Maske von der Stadt. Ja, die trage ich 60 Minuten oder 70, dann muss ich sie, glaube ich, 7 Tage auslüften oder in den Ofen tun oder ich weiß nicht, ich frage bei meiner Frau sowas. Aber auf alle Fälle, die man alleine macht es ja nicht, aber es ist natürlich auch die Signale. Herr Brockmann, Rückfrage an Sie. Können Sie von außen sagen, welche Städte sozusagen, welche Gemeinden besonders erfolgreich sind? Hat man da ein Gefühl dafür, welche Städte und Gemeinden besonders erfolgreich sind, welche nicht? Woran liegt das? Nee, das ist schwierig. Also die Frage kommt ja immer, wieso gibt es Stadt- oder Landkreise, die irgendwie höhere Inzidenzen haben, ne, und andere niedriger. Wir können das nicht eindeutig beantworten. Ich meine, manche haben Strukturen vielleicht vom großen Schlachthof bis zur Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge. Wenn dann dort etwas passiert, ne, dann treibt es Fallzahlen nach oben, teilweise ja auch über längere Zeiten. Dann gibt es unterschiedliche, und also in Teilen Mannheims ist sozusagen die Bevölkerung anders aufgestellt wie jetzt in Universitätsstädten in Tübingen. Wir können jetzt nicht direkt sehen, was das ausmacht, aber das ist so vielschichtig. Wir kennen das ja oder sehen es ja bei den Amerikanern, dass die nach Rasse, nach Herkunft dann sozusagen unterscheiden und anschauen, die Hispanics, ja, wie sieht es da aus, oder Schichten mit hohen oder niedrigen Einkommen. Also man weiß, dass es da ganz viele Elemente gibt. Wir können das hier nicht so gut
auseinandernehmen wie andersorts. Bei uns sind die Ausprägungen in den gesellschaftlichen Schichten ja auch nicht so deutlich wie in manchen anderen Ländern, aber da gibt es wahnsinnig viele Einflüsse und es ist, glaube ich, ganz schwierig, das wirklich auseinander zu klamüsern. Also ein Alleinstellungsmerkmal habe ich jetzt natürlich vergessen zu sagen. In Tübingen ist es ja in der Tat so, es gibt nur ein Krankenhaus. Das ist zwar das Universitätsklinikum, aber ist quasi auch das allgemeine Krankenhaus. Und das hat einfach hervorragende Arbeit, muss ich mal sagen, geleistet. Wir haben ja ganz schnell, Herr Bamberg hat ganz schnell eine Taskforce installiert hier, in der alle wichtigen Personen drin waren, also Notaufnahme, Intensivstation und so weiter, aber auch die ganzen, es wurden dann auch die ganzen Personen mit eingebunden, die dann für die Zulieferung von bestimmtem Material, für die Masken und für alles Mögliche, für Desinfektionsmittel, es war ja alles knapp, ja, die dafür verantwortlich waren, dass es dann da war. Und wir haben ja auch ganz schnell eigentlich dann auch einen Fragebogen entwickelt, wenn jemand in die Klinik aufgenommen wird, dass er abgefragt wird, dass Temperatur gemessen wird und so weiter, dass Kontakte nachgefragt werden, ob da Kontakt zu Infizierten war oder ob Reise aus Risikogebieten eben vorlagen. Und damit haben wir es eigentlich schon geschafft, glaube ich, hier im Endeffekt, dass die Zahlen ziemlich zu drücken und unten zu halten. Und wir haben ja auch getestet wie die Blöden. Wir haben ja auch im Sommer jeden, der gekommen ist und der aufgenommen wurde, getestet. Fällt uns jetzt ein bisschen auf die Füße, weil einige Kassen sich weigern, das zu bezahlen. Aber ja, also ich denke, das war auch nochmal ein Kriterium, dass eben da treibende Kräfte auf der einen Seite waren, die außerhalb der Klinik waren, also in der Klinik auch alles hervorragend funktioniert hat und dass wir es wirklich geschafft haben, bisher größere Ausbrüche auch zu vermeiden. Und das ist, ja, das kommt sicherlich auch noch der Sache zugute. Toi, toi, toi. Jetzt haben wir vor allem auch eine Stadtgesellschaft, die neugierig ist, die gerne gut informiert ist und die deswegen auch Fragen stellt. Wir haben 7 Fragen schon mindestens und ich gebe an meinen Kollegen Bernd Villau, hören wir diese eine Frage über die Einschätzung der neuen Wahlen, die nehmen wir jetzt mal mit und die stelle ich spätestens zum Abschluss, damit jeder weiß, die kommt dran und sie auch wissen, auf was sie sich vorbereiten. Bernd, was sind die Fragen, die die Leute bewegen? Ja, zu ganz unterschiedlichen Themen. Die erste Frage wurde schon so ein bisschen angesprochen. Es taucht auch eine Dame auf, die hier schon mehrfach erwähnt wurde. Die Frage lautet nämlich, gibt es auch einen Austausch mit der Basis, beispielsweise mit Frau Federle, die direkt vor Ort tätig ist? Vielleicht kann man dazu noch ein paar Worte sagen. Was lernen Sie aus diesem Austausch? Wie hat der stattgefunden? Was ist da gelaufen? Also wir haben uns ja schon öfters getroffen, Frau Fiedli und ich. Und das Ganze ist zum Beispiel auch, da gab es mal diese Panne, wenn Sie sich erinnern, Labor Gärtner in Ravensburg hat dann Proben nicht getestet. Die blieben dann liegen. Dann ist die Virologie einfach schnell unkompliziert eingesprungen und hat dann diese Proben vom Festplatz getestet. Und natürlich haben wir uns immer wieder, also am Anfang haben wir quasi täglich telefoniert, muss man sagen, ja, zu allen möglichen Fragen, weil es war natürlich auf jeder Seite waren Fragen da und die sollten auch und wollten auch schnell beantwortet werden, wie gesagt. Und dann daraus entstand dann eben auch dann zum Beispiel die Tätigkeit für die IHK und so weiter, wo auch der Herr Rollner dann herbei war, der Leiter vom Gesundheitsamt in Reutlingen, ja, damals war. Also da gab es immer einen ganz regen Austausch. Und eine praktische Beratung dann der Unternehmen. Ja, und wir hatten natürlich auch, muss man auch dazu sagen, wir hatten in der Taskforce ganz am Anfang auch immer die Frau Walter Frank, also die Leiterin vom Gesundheitsamt Tübingen, immer dabei, sodass wir auch alle wichtigen Player wirklich da dabei hatten und versucht haben, die Information möglichst schnell an die Leute zu bringen und den Austausch auch zu haben. Gut, vielen Dank. Ich hatte das Bürgerforum ja zum Beispiel als Beispiel angesprochen und ansonsten von unserer Seite bedeutet Basis natürlich die Gesundheitsämter für uns. Ne? Herr Iftner hat jetzt gerade ja schon die Leiterin des Gesundheitsamtes in Tübingen angesprochen. Also wir sind natürlich mit allen Gesundheitsämtern sozusagen täglich im Austausch. Ne? Wir kriegen täglich Anrufe, von dort kommen die Meldungen. Und wenn man das als Basis dann bezeichnet, weil die ja vor Ort sind, haben wir da also quasi täglich sozusagen stündlich, minütlich den Austausch aller möglichen Dinge, Probleme, die da sind, Stimmungen oder Dinge, die rausfinden, das und jenes funktioniert nicht, da muss man Teststrategien ändern und. Da
Das hört sich aber so an, als sei es wirklich eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit gewesen, also ein guter Austausch. Jetzt kein Punkt, wo Sie sagen würden, da müssten wir in Zukunft nochmal nachschärfen, da gibt es also vielleicht noch bessere Bedingungen oder so. Das hört sich ja sehr positiv an, was Sie jetzt berichten. Gut. Ja. Wir haben noch eine zweite Frage, die richtet sich auf den Bereich Medienberichterstattung und ist so ein bisschen, Sie werden es gleich hören, inwieweit gibt es Möglichkeiten, in solch einer Pandemie die Medien einzuschränken, da sich meines Erachtens eine hohe Verunsicherung der Bevölkerung einstellt oder bereits eingestellt hat und damit die Arbeit von Epidemiologen und Virologen belastet wird. Also sie erlebt es ja auch sehr stark, dass dieser öffentliche Druck zunimmt, dass sie permanent quasi beobachtet werden. Von Herrn Drosten weiß man ja, dass das schlimme Formen auch angenommen hat. Also erstens, wie erleben Sie das selbst? Und zweitens, haben Sie da eine Vorstellung, wie eine gute Öffentlichkeitsstrategie jetzt aus Ihrer Sicht der Wissenschaftler nämlich aussehen könnte? Also was mich wirklich stört, ich meine, ich bekomme wirklich am Tag 10 Anfragen oder mehr, irgendwelche Presseanfragen zu beantworten. Was mich wirklich stört ist, ich habe am Anfang versucht, ein bisschen die Panik rauszunehmen. Da hat es noch funktioniert, da wurde das auch aufgenommen, ja. Aber jetzt dann so im November oder ungefähr, da war die Presse eigentlich nur noch daran interessiert an jemanden, der das Ganze noch weiter eskaliert hat. Muss man einfach mal sagen, wenn man versucht hat, da ein bisschen zu deeskalieren, das wurde überhaupt nicht berichtet, dann das wurde einfach rausgenommen. Und ich meine, ganz am Anfang, muss ich sagen, war ich auch der Meinung, na gut, wir hatten auch schon Influenza-Pandemien vor ein paar Jahren, wo 25.000 Leute gestorben sind, ja. Da hat keiner drüber groß berichtet, das wussten die meisten Leute ja überhaupt gar nicht im Endeffekt. Für einen Virologen ist jetzt mal nichts Ungewöhnliches, dass man mal ein neues Virus hat, das sich ausbreitet oder eine neue Influenza-Variante, die eben mal zu größeren epidemischen Ausbrüchen führt. Und wenn Sie sich die Zahlen da anschauen, dass dann bis zu 20 Millionen Infizierte dann da waren, das ist auch nichts Ungewöhnliches. Ja? Deswegen, der Hype war nicht immer unbedingt hilfreich, muss man ganz klar sagen. Und die Verunsicherung wird natürlich auch weiter geschürt, wenn jetzt dauernd berichtet wird, da gibt es die Panne mit dem Impfstoff, da hat man die 5-fache Dosis genommen, da war die Lieferkette nicht eingehalten, der eine Batch hat nicht funktioniert. Das verstehen wir vielleicht, ja. Aber wenn Sie sich jemanden vorstellen, der mit sowas überhaupt nichts zu tun hat, bei dem entsteht der Eindruck, da gibt es ein generelles Problem vielleicht. Und es sind dann die dann sich wirklich überlegen, ob sie sich impfen lassen oder nicht. Und man sollte da wirklich ein bisschen mehr gute Aufklärung machen und auch mal die guten Nachrichten bringen und nicht immer nur die schlechten. Herr Brockmann? Ja, also ich glaube, das Ausschließen der Presse nicht funktioniert. Ne? Wir müssen leider damit leben, dass es manchmal mehr nach der Schlagzeile geht. Ne? Und wir investieren schon sehr viel Zeit, um, so wie Herr Iftner das sagt, dann das wenigstens sozusagen versuchen, in die Richtung zu schieben, dass es sachliche Informationen sind, die das sozusagen mit der richtigen Gewichtung dann versorgen. Ne? Also manchmal ja wirklich schon der Hinweis, jetzt ist aber wichtig, dass ihr was macht. Ne? Oder manchmal jetzt sagen, okay, aber das mit dem Impfen läuft eigentlich ganz gut. Natürlich haben wir nicht genügend Impfstoff, aber das hat die Presse, wie sie jetzt ist, nicht verdient. Ja? Also da gibt es dann immer so ein bisschen die Abwägung, aber man wird nicht drum rumkommen. Wir, glaube ich, müssen schon damit leben. Und ich meine, ich durfte unter einem Tannenbaum ne, am 24. und am 25. die Virusmutationen kommentieren, ne, weil die Presse es nicht erwarten konnte. Ne, und ich eben gesagt habe, ich mache es lieber von zu Hause, als extra ins Büro zu fahren. Ne, und dann gab es halt sozusagen die Live-Schalte unter dem Tannenbaum. Das ist natürlich dann so ein bisschen die Abwägung, ob man sich auch noch diese Tage dann, also nicht vermiesen, aber irgendwie ne, damit vollladen will oder muss. Aber irgendwie ist es, glaube ich, schon dann eben auch wichtig und man muss dann halt schauen, dass wir wirklich die Informationen rüberbringen und eben so ein bisschen das richtige Gewicht und Maß dann finden. Nur ein kurzer Hinweis. Ich glaube, die Frage nach den Medien und nach vor allem aber auch den sozialen Medien, den digitalen Plattformen, der digitalen Kommunikation, die wäre es eigentlich wert, dass wir sie auch nochmal vertiefen, vielleicht nicht hier an der Stelle, aber das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Unterschiede gibt, sagen wir mal, zwischen dem Tagblatt, wo ich erlebe, dass es ja wirklich ein Segen ist, dieser Blog jeden Tag, diese vernünftige, sachliche Aufklärung in der Sache ist ja wie eine Lebenslinie, für den wir dem Tagblatt dankbar sein können, vielleicht auch ein Faktor, vielleicht sogar für eine gut informierte Öffentlichkeit.
so eine Zeitung zu haben. Und auf der anderen Seite dann Medien, die noch anders funktionieren, Sensationsformate haben und so weiter. Also zum späteren Zeitpunkt nochmal. Ja, aber ein sehr wichtiger Hinweis, die verschiedenen Arten von Medien, die verschiedenen Arten von Öffentlichkeit. Ne? Also in manchen gilt nur Bad News are Good News und in anderen gibt es tatsächlich Berichte und Informationen. Ne? Prima, vielen Dank. Dann gehen wir mal weiter zu einer Frage, die auch, glaube ich, eher kritisch an die Sache rangeht, zum interdisziplinären Krisenmanagement gehören auch die Statistiker. Warum wurde der Vorschlag der Medizinstatistik, in Klammern zum Beispiel Professor Antes Freiburg, die Wirksamkeit verschiedener Hygienemaßnahmen durch Beobachtung repräsentativer Gruppen systematisch zu messen, nicht berücksichtigt? In der Konsequenz können wir bis heute nicht sagen, mit welchen Maßnahmen wir welche Wirkung erzielen. Haben Sie dazu eine Meinung? Das geht jetzt, glaube ich, eher an Herrn Brockmann, oder? Ja, also ich finde gar nicht, dass diese Dinge nicht berücksichtigt worden sind. Ne? Also ich sehe das gar nicht so. Ich meine, die Schwierigkeit ist natürlich ein bisschen, dass wir nicht mal jetzt 4 Wochen lang nur A sagen können, also sprich diese Maßnahme einführen oder und dann mal schauen, was da rauskommt und dann die zweite Maßnahme, ne? Und das wirklich getrennt. Wir haben immer ein Bündel von Maßnahmen, deswegen ist es in der Tat schwierig, dann nachher rauszufinden, welche Maßnahmen denn jetzt wie viel bringen. Aber das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Und man kann auch vielleicht nochmal, obwohl das keine unmittelbare Kritik ist, auch nicht für jede Fragestellung eine randomisierte Studie durchführen. Das ist, glaube ich, illusorisch und das sollte man, glaube ich, auch gar nicht. Wobei das natürlich so ein bisschen ein Totschlagargument sein könnte, so meine ich es nicht. Aber so einfach ist es manchmal halt auch nicht. Also ich glaube schon, also ich meine, dass die Biostatistiker insgesamt nicht berücksichtigt werden, das kann man überhaupt nicht sagen. Im engeren Beraterkreis sitzt ja auch einer drin, der Simulationsmodelle macht. Aber was man natürlich schon, natürlich, es ist klar, im Nachhinein ist man immer klüger, was man schon sagen muss, das RKI hätte vielleicht schon zu Beginn des Ausbruchs einfach mal so eine Kontrollpopulation nehmen können und einfach durchtesten können regelmäßig, damit man gewusst hätte, wie sieht es denn am Beginn aus und wie entwickelt sich das Ganze? Aber das, klar, im Nachhinein ist man halt immer klüger. Daran schließt eine Frage an, die ich jetzt mal hier vorziehe. Und zwar kann Herr Brockmann, aber das betrifft, glaube ich, auch Sie, Herr Professor Iftner, kann Herr Brockmann etwas dazu sagen über die Kriterien für die Bewertung der täglich erhobenen Daten, also was uns immer wieder mitgeteilt wird als Wasserstandsmeldung, Inzidenz, R-Wert und so weiter. Danke. Also ich weiß nicht ganz genau, ob ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, was mit Bewertung wirklich gemeint ist. Ne? Ich meine, ob 50 als 7-Tage-Inzidenz nun viel ist oder nicht, ne? Das ist ja einfach mal, also nicht einfach festgelegt worden, aber das stand ja immer im Raum, ist jetzt 35 gut 50 oder müsste es nur 10 sein oder 20, ne, dass man das Virus los hat. Also das ist schon eine sehr schwierige Frage und man orientiert sich dann ja so ein bisschen an dem Machbaren. Ne? Also zu welchem Zeitpunkt sind denn nun Kliniken voll oder Intensivbetten und kommen von dort Meldungen, wir haben jetzt Probleme. Das ist ja eine sehr schwierige Frage. Ich meine, bei anderen Daten ist es einfacher, also bei den Sterblichkeiten zum Beispiel, ne, kann man Exzessmortalität messen, also wie viele Fälle sterben denn mehr als in den Vorjahreszeiträumen zum Beispiel. Ne, da hat man dann klare Dinge, woran man das messen kann, ob da was Besonderes da ist oder nicht. Jetzt bei den Fällen selbst, ich meine, wie viele Corona-Fälle sind viel oder wenig? Ne? Also das ist nicht eine Frage, die man kaum beantworten kann. Und letztendlich wird man halt sagen, naja, solange es uns nicht wehtut, können wir dann vielleicht damit leben. Ne? Und wir keine, wie gesagt, Exzessmortalität haben oder unsere Gesundheitssysteme damit nicht überlastet sind. Also ich glaube, die Frage bezieht sich auch nochmal darauf, dass die Leute nicht ganz verstehen, warum am Montag immer weniger Fälle da sind als am Freitag und warum man das nicht hinkriegt. Aber ich muss auch sagen, das Problem ist natürlich, wir haben fast jede Zeitung, ob es jetzt die Zeit ist oder irgendeine andere, die Frankfurter oder auch andere Medien wie das Worldometer oder sowas, da können Sie täglich diese Statistiken abrufen und so weiter.
Und mir graut davor, wenn das jemand zum Beispiel jetzt anfängt, für Influenza zu machen nächstes Jahr oder für andere Viren, weil dann haben wir hier wieder die Panik. Also das haben wir ja früher auch nicht gemacht. Das ist wahrscheinlich, am Anfang habe ich das mir auch jeden Tag angeschaut, muss ich sagen, aber das bringt ja nichts. Ich meine, Sie können das betrachten, Sie können die Schlüsse daraus ziehen, aber die grobe Tendenz, die kriegt man sowieso mit. Aber diese Schwankungen, die da immer wieder auftreten die halt dadurch entstehen, dass am Wochenende nicht gemeldet wird oder so, ja, das kann Herr Brockmann nochmal sagen. Was ich nochmal sagen kann, ist, wir melden zum Beispiel wöchentlich immer ans RKI, also ans Robert-Koch-Institut, unsere Testzahlen, wie viele positive dabei waren. Die werden ja alle zusammengeführt und dann gibt es dann so eine große Excel-Tabelle für das ganze Land immer. Und das sind auch die dann wiederum auf diesen Webseiten dann auftauchen. Da weiß man dann, dass momentan eben die Positivitätsrate unter den Getesteten bei 10,7%, glaube ich, liegt. Mhm. Vielen Dank. Ein Mittel, um die Datenlage zu bessern, oder zumindest ein Versuch, die Datenlage zu bessern, war ja die Corona-App. Und dazu gibt es jetzt auch einige Fragen. Frage an den Epidemiologen: Hätten wir nicht mit der Corona-App ein mächtiges Instrument, um Infektionswege effektiv nachzuverfolgen? Ein Großteil der User wäre doch wahrscheinlich bereit, das persönliche Bewegungsprofil zu diesem Zweck auf freiwilliger Basis freizugeben. Und dazu gehört in den gleichen Zusammenhang eine Frage: Warum gibt es keine sinnvollen Weiterentwicklungen der Corona-App? Und welche Relevanz hat diese App überhaupt? Vielleicht können Sie da aus Ihrer Sicht nochmal sagen, ist es für Sie ein sinnvolles Instrument? Haben Sie da Daten gewonnen, die auch für Sie wichtig sind? Wie schätzen Sie das ein? Da gibt es ja viel Kritik auch. Ja, also die Corona-App entwickelt sich ja weiter oder wird ja weiterentwickelt. Es gab einige Diskussionen darum. Ich meine, man muss nochmal sagen, dass das Ganze ja so gehalten ist, dass es anonym ist. Ne? Aus Datenschutzgründen sollen ja da keine Daten gesammelt werden und irgendwie zusammengeführt werden, weil sonst dann wahrscheinlich viele User, also manche User fänden das ja gut, aber viele möchten das nicht. Deswegen hat man das so gemacht, dass jetzt der öffentliche Gesundheitsdienst nicht irgendwie die Daten zusammenführt. Also wir selber jetzt als Gesundheitsämter bekommen diese Daten ja in keinster Weise, ne, sondern es geht ja immer nur an den zurück, der das nutzt. Er bekommt einen Hinweis, dass er Kontakt hatte. Er kann sein Laborergebnis eingeben. Und wenn er dann getestet werden sollte oder einen Hinweis kriegt, kann er sich ins System begeben und getestet werden. Ne? Und also mehr sozusagen Schnittpunkte sollte es ja bisher nicht geben. Die Diskussion, dass man das ausdehnt und dass diejenigen, die freiwillig ihre Daten zur Verfügung stellen, ich war dort und dort, damit man dann auch vielleicht nachvollziehen könnte, wo die mögliche Exposition war, ne? Damit man das sozusagen dingfester machen kann, das steht ja im Raum, war aber ja aus Datenschutzgründen bisher nicht möglich und auch nicht gewünscht, weil man, glaube ich, Angst hatte, dass das dann auch ein Killerkriterium wird. Also wenn ich da noch was sagen darf, also ich muss ja sagen, die Erfahrungen aus Südkorea zeigen ja eigentlich, dass dieses Contact Tracing über die Handydaten, die haben ja da eine schlagkräftige Truppe aufgebaut, die dann im Fall eines Ausbruchs sozusagen all diese Daten komplett analysiert und wirklich feststellen kann, wer mit wem, wann und an welchem Ort zusammen war. Das war natürlich eine extrem effektive Art und Weise und deswegen hat Südkorea auch das Ganze wirklich gut in den Griff bekommen, muss man sagen. Und ich fände es auch, wenn Leute sich bereit erklären, das zu machen, und ich würde es auch machen, dann sollte man vielleicht noch eine zweite App oder sowas zur Verfügung stellen, dass man wenigstens für diejenigen, die dann mitmachen wollen, das dann eben machen kann. Das würde ja auch die Gesundheitsämter das Leben, glaube ich, deutlich leichter machen. Also auf freiwilliger Basis quasi, eine Zusatzgruppe schaffen, die, aha, verstehe. Das ist eine sehr interessante Diskussion, die sicher noch weitergeht, weil man ja versucht, eben jetzt aus der Situation zu lernen. Dazu führt auch die nächste Frage noch. Und zwar dieses Verhältnis, sagen wir mal, Bürgerbeteiligung, Demokratie und möglichst schnelle Pandemiebekämpfung. Also die Frage ist, wie können eben Bürgerbeteiligung und möglichst schnelle Pandemiebekämpfung in der Krise zusammenkommen? Sehen Sie da so ein paar Knackpunkte, wo Sie sagen, Mensch, da hätten wir uns andere Dinge gewünscht? Sie sprechen ja quasi in zwei Rollen, als Wissenschaftler und auch als Staatsbürger, die natürlich, sagen wir mal, Teil des Gemeinwesens sind. Ja, ja, man wundert sich schon ein bisschen als Staatsbürger, dass dann Entscheidungen sozusagen nicht mehr vom Bundestag getroffen werden, sondern von der Ministerpräsidentenrunde und der Kanzlerin.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir haben auch nicht die Zeit, hier ewig über einzelne Maßnahmen zu diskutieren und dann nach 4 bis 6 Wochen zu einer Abstimmung zu kommen, die dann irgendwie dann noch im Bundesrat muss und dann ein halbes Jahr später verabschiedet wird. Das sind halt irgendwie, ja, wir müssen schnell darauf reagieren. Wir sehen es auch an den Varianten, auf die wir nochmal kommen werden. Da müssen wir auch schnell reagieren. Und wir müssen da auch wirklich ganz schnell zu gewissen Maßnahmen kommen. Und das geht natürlich zulasten der Bürgerbeteiligung, das sehe ich schon. Das ist für viele vielleicht auch ein unerträglicher Zustand, aber ich glaube, man kann es nicht recht viel anders machen, als man es momentan tut, wenn man wirklich auf die neuen Entwicklungen hier noch vernünftig reagieren will, und zwar so, dass man noch irgendwas eindämmen kann. Das, vielleicht bleiben wir noch mal kurz in dem Feld, weil das auch Interesse findet. Also hier ist zum Beispiel noch mal eine Frage, die sagt, schnelle Reaktionen sind offensichtlich ein Erfolgskriterium. Da kann man aber auch leicht falsch liegen. Ist die Politik da hilfreich oder eher bremsen? Also noch mal diese Schnittstelle quasi, Ihre Kenntnisse und Ihre Einsichten als Wissenschaftler und eben diese politischen Mechanismen, die dann in Bewegung gesetzt werden. Vielleicht könnten Sie da noch mal was kurz sagen. Haben Sie die Politik insgesamt eher als bremsend empfunden? Ich fasse das noch mit einer anderen Frage zusammen. Hier wird nämlich dann gesagt, wie erklären Sie sich das lange Zögern der Landesregierung auf die Vorschläge und Forderungen aus Tübingen nach Finanzierung der Tests etc.? Das ist ja auch so eine kritische Frage über diese Schnittstelle. Ja, vielleicht gibt es da, wir können es ja ein bisschen neutraler formulieren, also gibt es da Lerneffekte, die vielleicht eingesetzt haben, oder wie schätzen Sie das ein? Also, okay, fangen wir mal da an. Wir hatten im März, April hatten wir sehr große Lieferengpässe. Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung, Schutzkleidung und so weiter. Und dann hat die Bundesregierung das an sich gezogen. Ja? Und wir waren vorher aber dabei, selber mit den Firmen zu reden und uns die Sachen zu besorgen. Und das hat ganz gut funktioniert. Und dann plötzlich hat die Bundesregierung das an sich gezogen und dann hat es gar nicht mehr funktioniert, weil dann wurden die Sachen erstmal woanders hin transportiert und wurden dann von der Bundesregierung freigegeben. Das hat alles viel zu lange gedauert. Das war ein Bremsen, muss ich sagen. Ja. Wir hatten x-mal Telefonkonferenzen mit einem bestimmten Ministerium, wo dann immer abgefragt wurde, wie läuft es denn, gibt es Lieferengpässe, können wir helfen, können wir mit den Firmen reden, aber das hat überhaupt nichts gebracht. Ich meine, nur der Kontakt zu den Firmen, den man selber hat, im Endeffekt war dann der ausschlaggebende Faktor. Jetzt funktioniert es ein bisschen besser mit den Antigen-Tests, die jetzt mal einfach da bereitgestellt werden und so. Es musste sich halt auch erstmal irgendwie alles einpendeln. Das ist völlig klar. Es geht nicht von heute auf morgen. Das war ja auch eine Ausnahmesituation, ist ja immer noch eine Ausnahmesituation. Herr Brockmann, möchten Sie da noch was hinzufügen? Ja, ich meine, ich sitze ja jetzt in einer anderen Position sozusagen wie Herr Iftner. Ja, deswegen fragen Sie mich ja auch nochmal. Also ich erlebe es nicht so als Bremsen. Klar, der Herr Iftner erzählt jetzt, wie das war mit konkreten Beschaffungen. Und da kann ich mir das, glaube ich, schon vorstellen. Aber so in der Diskussion, die wir haben, erlebe ich jetzt eigentlich nicht, dass die Politik bremst und dass das irgendwie lang gedauert hat. Manchmal gibt es natürlich Unklarheiten und Abstimmungsbedarf, ne, und Rückfragen von den verschiedenen Seiten. Aber ich finde eigentlich, nach dem, was ich jetzt so in den letzten Monaten erlebt habe, dass das recht zügig geht und man schon da erkannt hat, dass man eigentlich schnell reagieren muss und dass da auch immer wieder zumindest die Themen schnell adressiert werden. Manchmal dauert es natürlich oder manchmal muss dann das Kabinett irgendetwas beschließen und dafür muss man eine Vorlage machen und da gibt es natürlich schon Laufwege, das ist klar. Aber ich bin natürlich auch sozusagen jetzt nicht mitten im System, aber ich hänge da ja schon dran, deswegen erlebe ich das vielleicht ein bisschen anders. Ja, ich habe ja gesagt, das war anfangs, habe ich das so wahrgenommen. Jetzt ist es deutlich besser geworden, habe ich ja auch gesagt, ja. Gut, also Herr Dr. Gohl brennt schon darauf, mit Ihnen noch die Mutationsfrage zu diskutieren. Ich habe noch zwei Abschlussfragen. Ich nenne die einfach hintereinander, weil die auch vom gleichen Gast stammen. Die sind zwar etwas unterschiedlich, aber ich denke, da können Sie sich orientieren. Die erste bezieht sich auf das Bezahlen der Tests. Wenn die Kassen die Tests nicht bezahlen, sind wir auf Spenden angewiesen, damit sich die Epidemie nicht ausbreitet. Sollte Ihnen das nicht zu denken geben, da stimmt doch etwas im System nicht. Also die Frage der Bezahlung der Tests durch Kassen. Und dann nochmal die andere Frage, vielleicht auch abschließend nochmal das Bild Tübingen. Tübingen aktuell 52, Reutling über 80. Hat der Tübinger Weg eigentlich wenig gebracht und sind wir nur einfach in der richtigen Region? Also
Ich habe jetzt nicht pauschal gesagt, dass alle Kassen diesen Test nicht bezahlen. Ich wollte es auch nicht so ausweiten, weil es eine komplizierte Situation ist. Es gibt einige Kassen, die sagen halt, da gibt es einen Pauschalsatz und der muss reichen, aber der reicht eben von hinten bis vorne nicht. Aber das, das ist eine andere Geschichte. Sind wir einfach nur in der richtigen Region? Ja, ich meine, sicherlich spielt es eine Rolle, wie viele Großbetriebe es in einer Stadt gibt und wie viele Menschen da quasi täglich pendeln hin und her, ob es Schlachtbetriebe gibt und solche Sachen, die wirken sich logischerweise aus. Und das kommt ja auch dann immer die Frage, die Herr Brockmann schon gesagt hat, wieso haben die einen so eine hohe Prävalenz, also Durchseuchungsrate, und die anderen niedriger oder Neuerkrankungsrate wie die Inzidenz. Ich meine, an der tschechischen Grenze lässt sich das leicht erklären, aber so auf dem flachen Land ist das halt ein bisschen schwierig. Sicherlich spielt es auch eine gewisse Rolle, dass man in der richtigen Region ist. Ja, also ich meine, ich als Tübinger kann nur sagen, natürlich sind wir in der richtigen Region und Gott sei Dank, aber ja. Ich habe noch zwei Fragen. Die eine wurde im Grunde schon beantwortet. Da geht es darum, dass auch andere Fachleute in die entsprechenden Gremien berufen werden sollten, Psychologen, Pädagogen, vielleicht Sozialwissenschaftler etc. Da hatten Sie sich auch schon zustimmend geäußert. Und ich schließe dann ab, bevor wir zu der Mutationsfrage gehen, eine letzte Frage. Was hält uns hier davon ab, das Modell der lokalen grünen Zonen wie in Australien einzuführen, um die Bevölkerung hinter das gemeinsam zu erreichende Ziel zu bekommen, anstatt ständig neue Limits und Einschränkungen zu verordnen? Vielleicht können Sie da aus Ihrer Sicht nochmal was sagen. Dieses Konzept Australien, haben Sie das beobachtet? Können Sie da eine Einschätzung geben? Also ich kenne es nicht gut, ich habe nur davon gehört und ich würde mir jetzt nicht wirklich trauen, nochmal eine Einschätzung zu geben, um ganz ehrlich zu sein. Also die Australier, ich kenne das Konzept, muss ich sagen, auch nicht im Detail. Die waren halt sehr restriktiv, muss man ganz einfach sagen. Ja, Neuseeland war ja noch restriktiver und die haben auch gedacht, die kommen damit durch. Aber jetzt gibt es ja den ersten Covid-Fall in Neuseeland. Wie gesagt, Viren lassen sich einfach nicht aufhalten. Die finden immer einen Weg. Also ich denke, wir machen das eigentlich ganz gut, so wie es ist. Es ist völlig klar, dass es für viele Leute schwer zu verstehen ist, warum mache ich jetzt einen Lockdown, den ich dann so ausgestalte und dann mache ich ihn wieder stärker und dann verlängere ich ihn, aber mache da wieder auf. Ja, ich meine, wir müssen uns halt einfach hier adaptiv an die Situation anpassen. Ja, wir werden jetzt wieder sehen, sobald es draußen wärmer wird und die Sonne scheint, UV ist ein absoluter Killer für das Virus, ja, und die Leute sich auch draußen bewegen und nicht mehr zu viel zusammen sind, ja, dann wird die Situation sich auch wieder entspannen, wird es auch wieder besser. Es ist klar, es ist für viele, wie Sie am Anfang gesagt haben, ein Geeiere. Ja, aber das liegt natürlich einfach auch daran, dass man es eben nicht besser weiß. Gut, dann machen wir jetzt aus zeitlichen Gründen, würde ich vorschlagen, vielleicht hier den Cut. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Antworten. Es ist immer so, dass dann noch viele auch andere kommen. Wir kriegen dann auch selbst Anfragen und so weiter. Aber wir haben ja schon eine recht große Breite jetzt behandelt. Nochmal herzlichen Dank. Gerne. Ja, danke. Ich will es mal mitnehmen, auch auf die Abschlussfrage zusteuern. Ich sehe gerade noch eine Meldung. Die Antworten sind noch nicht befriedigend. Herr Lucha wurde von Frau Federle vor Monaten aufgefordert, Tests zu finanzieren. Das Begriff Versagen hat in diesem ähnlichen Kontext ist nicht zu schwach ausgedrückt. Ich sage das mal jetzt als Rückmeldung von unseren Gesprächen hier. Wir hatten über die Zeit hinweg immer wieder den Eindruck, dass in verschiedenen Orten, an verschiedenen Stellen eigentlich die Landesregierung nicht immer gut wegkam. Also, dass man das Gefühl gehabt hat, da kommen Verordnungen und wir müssen vor Ort dann irgendwie Sinn aus diesen Verordnungen machen. Und insofern, da ist, glaube ich, Aufklärungs- und Gesprächsbedarf da, vielleicht auch natürlich auch eine Verständigung über unterschiedliche Strategien. Die grüne Zone, die eingeführt worden ist, ja Teil der No-Covid-Strategie, die jetzt diese 13 Wissenschaftler interdisziplinär zusammengesetzt, vorgeschlagen haben, über die wir auch in Zukunft an der Stelle nochmal reden sollten. In welcher Form, schauen wir mal, ich weiß es auch noch nicht, aber ich glaube, diese Frage der langfristigen Erfolgskontrolle, der evidenzbasierten Politik, die bewegt uns über diesen Tag hinaus, über diesen Abend hinaus. Wir haben heute einen privilegierten Einblick gekriegt, dank Ihnen beiden, Herr Professor Iftner, Herr Brockmann, weil Sie mal ein bisschen hinter die Kulissen haben sehen lassen, wo lernen Sie dazu, in welcher
Art von Diskussion, Verständigung stehen Sie? Wie berät man sich? Wie bereitet man was vor für Entscheidungen? Da ist deutlich geworden, dass es natürlich da sehr viele, Sie haben es gesagt, Professor Hilfmann, man kommt von der einen Videokonferenz in die andere. Da gibt es viel Austausch, da lernt man in der Tat über die Grenzen hinweg. Und da tauschen sich, Herr Brockmann, Sie haben es geschildert, auch die Ministerien über die Landesgrenzen natürlich aus. Insofern, man lernt voneinander. Aber das wurde auch deutlich, der interdisziplinäre Dialog könnte noch erhöht werden. Genauso, da sind wir ein Teil davon, natürlich die Verständigung der Öffentlichkeit. Wir sind eine Demokratie, in der wir alle mitdenken, mitdenken sollen, auch Verantwortung tragen. Und da ist natürlich auch wichtig, dass man Foren und Formen findet, miteinander diese Wissensexplosion, ja, oder sagen wir die Informationsexplosion so zu ordnen, dass man sagt, das wissen wir sicher, das wissen wir nicht, so und so machen wir es. Und es gehört dann auch einfach zu einer verantwortlichen Politik. Ich bedanke mich bei Ihnen dafür und schließe mit der Frage, wie sieht es jetzt nochmal aus mit den neuen Corona? Ja, noch abschließend dazu ein Wort. Ich meine, Sie müssen auch verstehen, das Land, das die Landesverordnung herausgibt, ja, steht ja auch quasi unter einem gewissen Druck der anderen Ministerpräsidenten und auch der Bundeskanzlerin und des Kanzleramtes. Aber natürlich gibt es noch andere Player. Es gibt die WHO, es gibt das Robert-Koch-Institut, es gibt das European Center for Disease Control. Alle kommen sie mit irgendwelchen Vorschlägen und mit irgendwelchen Ideen, ja. Und diese ganze Gemengelage dann zusammenzupacken und da eine Verordnung draus zu machen, das ist natürlich schon ein schwieriges Spiel, muss man ganz klar sagen. Und man wird nie jedem gerecht, das ist auch klar. Es wird immer Leidtragende geben, es wird auch welche geben, die zu Recht sich wahrscheinlich mehr bestraft fühlen als andere. Aber wie gesagt, ich möchte nicht in der Haut der Politiker stecken, die das Ganze ständig entscheiden müssen. Herr Borgmann, wollen Sie das auch noch kurz einordnen, oder? Ja, ich meine, Herr Iftner hat es ganz gut gesagt. Ich meine, wir sind ja jetzt relativ nah dran, weil wir als Fachbehörde dann die Ministerien dann sozusagen beraten und ja gefragt werden. Aber es ist so, wie es der Herr Iftner sagt. Ne? Ich meine, die Entscheidungen werden dann oder müssen von den Politikern getroffen werden. Ne? Und darum sind sie auch nicht zu beneiden. Ne? Wir hängen da natürlich mit drin, weil von uns dann Beratung kommt, aber die Entscheidungen fallen schon dort und müssen dann eben ja ganz viele Dinge berücksichtigen und sind deswegen ja schon auch schwierig, ja, und immer auch angreifbar. Ne? Ich wollte damit jetzt auch gar keine, sagen wir mal, Rechtfertigungssituation schaffen, sondern das war einfach Teil sozusagen der Aufräumarbeiten in unserem Gespräch und eine Rückmeldung, die ich auch bewusst am Anfang nicht gegeben habe oder so, weil wir hier ein Gespräch haben, was einfach mal schaut, was ist eigentlich der Fall, bevor wir dann urteilen. Und das Urteil machen wir dann vielleicht am Ende auch der Vorlesungsreihe erst. Jetzt die Frage, fürchten Sie sich vor den neuen Corona-Mutationen? Manche sagen, da geht alles aus, da kriegt man eine zweite Epidemie. Da wissen wir, haben wir mit der ersten noch gar keine, also da war das ein laues Lüftchen. Wenn es erstmal bei uns ankommt, können wir das nicht mehr halten, dann explodiert die Sache. Ist das Panikmache? Wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie die Mutationen ein? Und welche Rolle spielt die Impfung dabei? Wenn ich vielleicht anfangen darf. Also viele sprechen ja über diese englische Variante, ja, die ja eine höhere Infektiosität hat, die sich stärker ausbreitet. Das liegt daran, dass dieser Stachel auf dem Virus, der sozusagen an die Zelle andockt, dass der irgendwie eine höhere Bindungsstärke hat an den Rezeptor und dass dadurch das Virus eben besser aufgenommen wird und dass auch geringere Mengen dann im Endeffekt reichen, um zu einer Infektion zu führen. Die gute Nachricht ist, dass es schon Publikationen gibt, dass die BioNTech-Pfizer-Vakzine gegen diese Variante hilft. Also man hat hier das war eine kleine Studie von 16 Teilnehmern, die also damit geimpft worden sind, zeigen können, dass da neutralisierende Antikörper, also dass da eine schützende Immunantwort gegen das Virus vorhanden ist. Dann gibt es natürlich diese anderen Varianten aus Südafrika und auch aus Brasilien, vor allem aus Manaus. Da muss ich sagen, da bin ich etwas, die stimmen mich etwas bedenklicher, denn die haben jetzt Mutationen in Bereichen, gegen die diese
neutralisierenden Antikörper, also diese schützenden Antikörper quasi gerichtet sind. Und da gibt es auch inzwischen Publikationen, die also zeigen, aus Südafrika zum Beispiel, dass Personen, die schon mal Covid hatten, hier nicht mehr so gut damit umgehen können und dass die Schutzwirkung nicht so gut ist, also wie gegenüber dem Wildtyp, also nicht dieser Variante. Das gilt sowohl für die Variante aus Manaus und auch aus Südafrika und übrigens nebenbei, es gibt noch eine Vielzahl anderer. Es gibt in Nigeria eine, es gibt in Columbus, Ohio eine, es gibt in Neu-Kalifornien. Also das ist klar, das Virus ist zwar für seine Größe relativ stabil für ein RNA-Virus, weil es eben auch dieses Enzym hat, was eben dann das neue Genom macht, sagen wir mal so, was die Möglichkeit hat auch zu erkennen, wenn irgendein Baustein in die RNA falsch eingebaut ist und den er wieder rausnehmen kann. Aber trotzdem natürlich gibt es hier Veränderungen, das kann man auch in Zellkulturen nachzeigen. Was mich sehr bedenklich stimmt, es gibt ja diese therapeutischen monoklonalen Antikörper, und leider hat unser Bundesgesundheitsminister im Schnellschuss, ich weiß nicht, ob es ein Schnellschuss war, aber man hat halt plötzlich davon erfahren, da ja größere Mengen geordert. Und genau von diesen wurde eben jetzt inzwischen eben auch gezeigt, dass genau diese Antikörper von Lilly und von Regeneron eben betroffen sind, dass die eben nicht mehr helfen gegen diese Varianten. Und das ist keine so gute Nachricht, muss man sagen. Man kann auch in Zellkultur tatsächlich zeigen, wenn man so ein System macht, wo man quasi ein Virus konstruiert, wo man diesen Stachel sozusagen auf der Oberfläche hat und damit Zellen infiziert und dann Zehren dazu gibt von Patienten, die also diese schützende Immunantwort entwickelt haben, dass sich dann unter diesem Selektionsdruck dann tatsächlich dann auch solche Mutationen dann wieder ausbilden. Also da ist zum Beispiel auch ganz wichtig, wenn man dann zur Impfung kommt, es ist absolut eine dumme Idee, wenn man sagt, man möchte die zweite Dosis vielleicht hinausschieben auf 3 oder 4 Monate. Nein, das sollte man auf keinen Fall tun, denn man hat ja nach der ersten Impfung maximal einen 50-prozentigen Schutz. Und wenn man dann infiziert wird und bekommt dann nicht dann im richtigen Abstand die zweite Dosis, dann wird man hier noch mehr solche neuen Varianten erzeugen. Herr Borgmann, Sorge, auch teilen Sie die. Ja, vielen Dank. Herr Iffner hat ja schon ausführlich berichtet. Ich meine, die Sorge muss man schon teilen. Ich kann vielleicht noch mal ganz kurz ausholen, in den letzten 2 Minuten sozusagen. Also wir haben jetzt, glaube ich, 34 Fälle von reiseassoziierten durchweg Fällen von Mutationen in Baden-Württemberg. Wir stehen damit relativ weit vorne in den Bundesländern, weil wir gut hinschauen, ne? Und die Gesundheitsämter sehr aktiv diese Fälle nachverfolgen. Wir haben noch keinen ganz guten Überblick, ob diese Dinge denn irgendwo kursieren, weil dazu muss man erst eine größere Anzahl von Proben untersuchen, die eben nicht reiseassoziiert sind. Wir haben allerdings keine Hinweise von den, ich sage mal, wenigen Proben, die wir bisher untersucht haben, dass es bisher ein besonderes häufiges Ereignis wäre. Also es ist gut, dass wir jetzt vorsichtig sind, dass wir hinschauen. Ich bin nicht ängstlich sozusagen, Ihre Eingangsfrage, aber wir müssen das, glaube ich, wirklich gut adressieren und da möglichst nah dranbleiben. Die Landesregierung wird eine Strategie auf den Weg bringen, wie man das sehr gut monitoren und untersuchen kann. Das ist in der Mache. Die Kabinettsvorlage ist ja schon in der Presse durchgestochen worden, jetzt am Wochenende. Das wird dann, glaube ich, nächste Woche verabschiedet, wenn ich es richtig sehe. Ich habe momentan vor den Mutanten, die jetzt zum Beispiel in Brasilien umgehen, noch nicht so Angst, weil dort ist es für das Virus interessant, sich zu verändern, weil schon sehr viele Leute infiziert sind und eine Immunität da ist. Die Situation haben wir hier noch gar nicht. Dieses brasilianische Virus hätte hier also nicht sehr viele Vorteile oder Anreize, sich bei uns jetzt sozusagen zu tummeln oder weiter zu verbreiten, weil man ja bei uns diese Mutation noch gar nicht braucht, weil es ja noch nicht mal 10% der Bevölkerung eine Infektion durchgemacht haben. Die Tatsache, dass es möglicherweise so eine Escape-Mutante ist, sich also sozusagen der Immunantwort des Körpers entziehen kann, ist natürlich vom Grundsatz her nicht so schön. Und dann
eventuell schon beunruhigend. Aber da müssen wir erstmal auch noch mal ein bisschen abwarten. Und für uns ist eigentlich entscheidend, dass die gängigen Schutzmaßnahmen erstmal funktionieren, dass man sie sehr konsequent machen muss, ne? Wenn die Übertragbarkeit erhöht ist, ne? Dann muss man sozusagen noch konsequenter hinterher sein. Aber die Maßnahmen sind ja zunächst mal die gleichen. Da möchte ich vielleicht noch dazu fügen, das ist ganz wichtig, was Herr Brockmann schon gesagt hat und diese Kabinettsvorlage auch, dass wir jetzt in Baden-Württemberg so schnell wie möglich quasi mal die Gesamtsituation mal erfassen können. Dazu bedarf es natürlich einer aufwendigen Methode. Also man muss das gesamte Genom sequenzieren, um zu sehen, was denn hier bei uns so kursiert. Und es muss auch möglichst schnell hochgefahren werden. Wir haben hier so eine Methode entwickelt, wo man quasi mit einer quasi PCR so auf diese einzelnen Mutationen schauen kann. Wir haben bei 100, die wir bisher gemacht haben, oder knapp über 100, haben wir ein einziges Mal eine Mutation gefunden. Und das war dann tatsächlich auch in der Sequenzierung diese eine südafrikanische Variante. Aber da gab es eine klare Beziehung dazu, weil ein Verwandter kam aus Südafrika und hat die Person besucht und hat es also mitgebracht im Endeffekt. Meine Herren, ganz herzlichen Dank auch allen Zuschauern da draußen. Jetzt sind wir etwas in Overtime gegangen, in die Nachspielzeit. Das war nochmal auch an dieser spannenden Frage, die uns, wo ich sag mal, die Wirklichkeit, die Geschichte fortschreibt. Danke für den Ausblick. Danke für Ihre Einschätzung. Danke auch für das, was Sie im vergangenen Jahr alles auch extra geleistet haben. Ich weiß, ich ahne, dass das ja auch auf Kosten der eigenen Familie gehen kann. Und danke, dass Sie sag mal, zu den Steuerleuten oder zumindest zu der Besatzung auf dem Schiff gehört, die das Navigationssystem bauen. Also herzlichen Dank dafür. Ich bedanke mich bei allen. Ich hoffe, dass Sie alle gesund bleiben. Ich wünsche uns keine Nachspielzeit mehr bei Corona dieses Jahr. Und insbesondere wünsche ich Ihnen, dass wir uns nächste Woche wiedersehen im Stadtgespräch. Gesund hoffentlich. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Und den Dank möchte ich natürlich unbedingt an meine Mitarbeiter weitergeben, die ja wirklich hier Großartiges leisten, muss ich sagen. Ja, sagen Sie es weiter. Gerne. Danke, auch von uns. Herr Brockmann, Grüße nach Stuttgart. Herzlichen Dank. Ja, schönen Abend. Ne? Guten Abend alle. Vielen Dank für das Interesse. Danke Ihnen. Jawohl, danke. Bleiben Sie gesund. Jawohl, Wiedersehen.